geht es euch auch manchmal so, ihr könnt euch nicht entscheiden, was ihr als nächstes lesen wollt und lest ein Buch nach dem anderen an. Und irgendwie habt ihr dann plötzlich viele Bücher, die ihr gleichzeitig lest oder die angelesen herumliegen und mit denen man einfach nicht vorankommt. Ja, wenn das so ist, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch interessiert, welche 8 Bücher ich aktuell in der Mache habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich seit langem mal wieder ein Currently Read für euch, weil normalerweise drehe ich die nicht so gern, weil sich die Bücher dann immer wieder wiederholen. Also man dreht ja Leselisten und Neuzugänge und dann den Lesemonat und so weiter und so fort. Und dann möchte ich nicht immer wieder über die gleichen Bücher sprechen. Man will ja auch neue Bücher kennenlernen. Jetzt ist es aber so, dass ich in den letzten Monaten hier wirklich 8 Bücher angesammelt habe, die ich angelesen habe, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme mit keinem so richtig voran und das möchte ich ändern. Das möchte ich jetzt auch im Mai noch ändern. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch, das ich gestern angelesen habe und mit dem ich auch am ehesten vorankommen werde, weil das richtig spannend ist. Und ja, hier geht es, also Dunkelsommer von Stina Jackson. Und das ist ein Buch, das hat mir die liebe Annika ja vom Sub herausgesucht, dass ich das in nächster Zeit lesen soll. Deswegen ist das ja eh auf meinem Stapel, muss ich jetzt lesen. Und hier geht es um Lelle. Und Lelles Tochter ist spurlos verschwunden. Also er hat sie noch an eine Bushaltestelle gebracht und in diesen Bus und ist dann halt weitergefahren. Und diesen Bus, den hat sie nie bestiegen. Sie ist verschwunden und man weiß einfach nicht, was passiert ist. Passiert ist aber, dass instant seine Ehe zerbrochen ist, weil sie ihm die Schuld eben an dem Verschwinden der gemeinsamen Tochter gibt. Und ja, er selber ist auch völlig kaputt und seither fährt er jede Nacht die Straßen auf und ab, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und das Ganze ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Ich habe jetzt 30 Seiten gelesen. Was ich ein bisschen problematisch an dem Buch finde, ist, es gibt keine richtigen Kapitel, es gibt immer nur so einen Absatz. Ja, also hier ist es so, wenn man das Buch kauft, dann hat man auf jeden Fall volle 350 Seiten. Das ist nichts mit hier Kapitelüberschrift oder so. Das ist immer so ein bisschen ein Problem für mich, weil ich ein Monk bin und wenn ich einmal das Lesen anfange, dann gerne bis zum nächsten Kapitel lese. Ja, okay, jammern auf sehr hohem Niveau. Ansonsten, ich werde noch nicht so richtig schlau aus der Geschichte. Ich weiß noch nicht, was Lelle damit bezweckt, die Straßen auf und ab zu fahren, wie er sich da neue Erkenntnisse erhofft. Ich leide aber sehr mit ihm mit, weil er eben auch in diesem Auto mit seiner Tochter spricht und ja, Ketten raucht, also er ist richtig kaputt. Und wir haben noch einen zweiten Handlungsstrang. Da steige ich auch noch nicht so durch. Da geht es um ein Mädchen, das mit einer ziemlich kaputten Mutter aufwächst. Sie musste wohl schon auch einiges durchmachen, Hunger leiden und so weiter und so fort. Und die Mutter, die hat auch immer so kaputte Typen. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, wie sich diese Handlungsstränge dann treffen. Man guckt mal. Ja, Lelle und Mejas oder Mejas Leben werden durch dramatische Ereignisse miteinander verbunden. Meja ist das eben dieses andere Mädchen. Und ja, ich freue mich da sehr aufs Weiterlesen. Also das ist so ein Thriller, das merkt man auf den ersten Seiten schon direkt nach meinem Geschmack. Obwohl die Namen so ein bisschen, durch dieses Nordische, ich habe immer so Probleme mit Namen. Dann habe ich vor einigen Tagen angelesen und das wollte ich eigentlich letztes Wochenende fertig gelesen haben. Vielleicht nehme ich es mir für heute Abend einfach vor, dann habe ich das auch weg. Und zwar wollte ich Coraline unbedingt lesen und ich bin auch noch nicht weit gekommen, nur wenige Seiten. Und es ist gleich eine richtig, richtig tolle Atmosphäre und ich wollte das deswegen unbedingt lesen, weil ich auf den Film Bock habe. Ich muss zwar mal noch gucken, welcher Anbieter den Film streamt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe nicht Sky, weil Sky ist sowas, das haben wir nicht und das möchte ich mir jetzt auch nicht zulegen. Ja, genau.
Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Buch geht es um Coraline, die ja bei ihren strengen Eltern, glaube ich, aufwächst. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Und sie entdeckt aber eine Tür und hinter dieser Tür befindet sich ihre albtraumhafte Parallelwelt. Also da ist eine andere Mutter und ich glaube, das sind auch irgendwie andere skurrile Schrecken und ein Märchen von Sieg über die Angst. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Jugendhorrorgeschichte, eine Kinderhorrorgeschichte, also auf die ich sehr gespannt bin. Und es ist ja auch total dünn, also das werde ich jetzt auch dann lesen. So, und jetzt kommen wir zu Büchern, die ich teilweise auch echt schon lange angelesen habe. Und von denen ich mich jetzt aber noch nicht so richtig trennen konnte. Wir fangen mal an mit Die Wahrheit, die uns zweifeln lässt von Ellen Eskens. Und mit diesem Autoren, ja, verbindet mich eine Hassliebe. Liebe, weil ich das erste Buch, das von ihm im Vesta Verlag erschienen ist, das mochte ich so unfassbar gern. Ich habe es geliebt, ich habe es gesuchtet, ich mochte die Geschichte und das möchte ich auch irgendwann mal wieder lesen. Und alles, was danach kam, war meistens so 0815. Hat mich nicht mehr so gecatcht, fand ich teilweise langweilig, habe ich auch abgebrochen. Ja, und bei diesem Buch ist es so, es ist nicht schlecht, aber es ist halt mal wieder einfach nur ein Ermittler-Thriller und mich zieht es momentan nicht zu Ermittler-Thrillern und ich habe das aber angefangen und es liest sich auch wiederum nicht schlecht. Es geht auf jeden Fall um eine Leiche, die in ihrem eigenen Haus brutal ermordet ist und den Körper der Frau, den hat man eben wie Abfall auf die Straße geworfen. So. Und es wird halt dieses Verbrechen wird untersucht und es gibt auch einen Verdächtigen, aber der Staatsanwalt ist irgendwie der Meinung, der Rechtsanwalt ist natürlich der Meinung, sein Klient, der ist unschuldig und so weiter und so fort. Und es werden halt einige Geheimnisse laut Klappentext aufgedeckt und Korruption und keine Ahnung und rätselhafte Wahrheiten und gegensätzliche Perspektiven zu einem Mordfall. Und das sind halt einfach Dinge, die mich sehr interessieren. Und ich denke, ich muss mich einfach mal so am Schlawittel packen und einfach mal weiterlesen, weil ich denke schon, dass mir das gefallen könnte und jetzt liegt das wirklich schon bestimmt 2-3 Monate hier angelesen herum und ich gucke nur gerade, weil manchmal klopfen einfach Wespen an dieses Fenster. Was soll das? Ja, genau, und deswegen muss ich mal gucken. Ja, was auch schon seit Weihnachten hier angelesen rumliegt, das ist nicht normal. Und auch das möchte ich jetzt dann schon mal beenden, indem man vielleicht zwischendurch immer meine Geschichte liest. Zumal jetzt der zweite Band auch angekündigt wurde. Rot wie Blut, grausige Märchen und Sagen. Im Anaconda Verlag erschienen. Und auch hier habe ich noch nicht so viel gelesen. Und ich bin ja eigentlich die totale Märchentante. Ich liebe Grimms Märchen, ich liebe auch andere Märchen. Und ja, warum habe ich das noch nicht gelesen? Verstehe ich nicht. War vielleicht einfach noch nicht die Stimmung oder Zeit da. Ich brauche auch momentan für Kurzgeschichtensammlungen sehr, sehr, sehr lange. Und ich habe noch einige Anthologien auch da, die ich auch lesen will. Aber da lese ich immer mal eine und dann liegt das wieder monatelang da rum. Und so ist es halt auch mit diesen. Und ja, vor allem, ja, es sind sehr brutale Märchen, wie man sich denken kann. Und es sind aber auch Märchen dabei, die ich noch überhaupt nicht kenne, die mir nichts sagen. Und ich freue mich da auch wirklich aufs Weiterlesen eigentlich. Ne? Ich möchte auch den nächsten Band eigentlich in meinem Buchregal stehen haben. Weil ich finde, man kann nie genug Märchenbücher haben. Ja, aber ich will sie halt nicht ungelesen da haben. Dann ein Buch, das ich unbedingt mögen möchte, aber ich noch nicht weiß, ob ich es nicht vielleicht abbreche. Vielleicht ist es einfach nicht mein Genre. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Buch das erste Mal bei Anja von den Bookfriends gesehen. Und zwar hier Bleib bei mir von Ayobami Adebayo. Und es gibt halt auch manchmal einfach Bücher, die sind mir vielleicht zu schwer oder sind nicht so
für mich gemacht. Ich weiß nicht, ich kann mich in die Geschichte nicht reinfallen lassen, obwohl das Thema so wichtig ist und mich das Thema auch eigentlich sehr interessiert. Ja, in diesem Buch geht es um Jeide. Und von Jeide wird eigentlich erwartet, dass sie schwanger wird, vor allem von ihrer Schwiegermutter. Sie führt eigentlich eine recht schöne Ehe und ist auch recht verliebt, aber sie kriegt einfach kein Kind. Und die Schwiegermutter, die mischt sich dann in die Ehe und in die Beziehung ein. Und eines Tages wird ihr einfach eine Frau vorgesetzt, die jetzt von ihrem Mann geschwängert werden soll. Und in der Kultur, in der nigerianischen Kultur, gegen die sich Akin und Jeide eigentlich dagegen entschieden haben, gibt es eben die Kultur der Vielehe. Ja, und jetzt hat eben Jeide, die haben sich, wie gesagt, bewusst dagegen entschieden und jetzt wird ihr da eine Frau vorgesetzt und das kann natürlich sehr, sehr schwierig sein. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil das in meiner Vorstellung einfach gar nicht stattfindet. Aber ich finde, wie gesagt, das Thema sehr interessant und das Thema auch sehr wichtig. Und das Ding ist aber, es ist ziemlich schwer geschrieben. Es fällt einem sehr schwer, sich so in die Geschichte hineinfallen zu lassen. Also ich komme damit noch nicht so richtig zurecht. Ich bin noch ganz am Anfang der Geschichte. Ich werde, denke ich, dem Buch noch ein paar Seiten geben, wenn ich dann einfach aber nicht reinkomme. Ich finde da auch noch keinen roten Faden so recht. Deswegen muss ich mal schauen. Weil durchbeißen soll man sich ja dann vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mal, wie ihr das so empfunden habt und ob sich das für mich lohnt, dran zu bleiben. Ich bin halt auch einfach ein Mensch. Ich muss tatsächlich sagen, ich lese halt meistens wirklich zu Unterhaltungszwecken, um mich zu entspannen, wenn die Kinder im Bett sind oder ja, halt nach einem anstrengenden Tag halt vor allem. Und so schwere Kost, die nimmt mein Gehirn irgendwie nicht auf. Ich kann es euch nicht anders erklären. So ist es. Ja, dann haben wir, ich weiß nicht, ob im Dezember, oder war das im November oder Dezember? Auf jeden Fall vor einigen Monaten haben einige liebe Mädels und ich mit einer Leserunde begonnen. Und zwar zum aktuellen Band Das Reich der Sieben Höfe, Silbernes Feuer. Und irgendwie sind wir zu dieser Leserunde nicht gekommen. Entweder hatten wir keine Zeit oder das Leben kam halt einfach total dazwischen. Und dann haben wir einstimmig beschlossen, okay, das Buch liest jeder für sich. Ich denke, inzwischen hat das jeder außer ich auch schon durchgelesen. Und das möchte ich jetzt auch endlich mal ändern, dass ich jetzt da mal hier weiterkomme. Ich werde mir auch jeden folgenden Band der Reihe holen, also das ist gar keine Frage. Die Sache ist die, ersten drei Bände haben mir unglaublich gut gefallen, die Trilogie. Also ich habe die geliebt, ich habe die gefeiert, ich habe mitgelitten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir die nochmal, lese oder zumindest als Hörbuch höre. Ja, dann kam ja dieser vierte Zwischenband, der meiner Meinung nach völlig überflüssig war. Halt ein langer Epilog, wo sie alle Geburtstag gefeiert haben. Ja, und dann kam eben dieser Band. Und dieser Band geht um Nesta. Und Nesta haben wir in den ersten drei Bänden auch schon kennengelernt. Und sie ist jetzt nicht so der Sympathieträger. Sie ist jetzt nicht der Charakter, über den man gerne eine ganze Geschichte liest. Und das, man weiß natürlich, warum sie so ist, wie sie ist. Und ja, aber das macht es vielleicht nicht besser. Und deswegen habe ich so manchmal noch ein bisschen meine Probleme. Ich werde das Buch aber lesen und werde dann wahrscheinlich im Lesemonat zu dieser Geschichte nicht so viel erzählen, weil ich euch ja auch nicht spoilern möchte. Und ja. Der Vorteil an Sarah J. Maas ist, wenn man in dieses Buch eintaucht, in diesen Klopper, das ist ja echt, das ist ja auch total schwer in der Hand, ich krieg gleich hier einen Muskelkater, hat 800 Seiten. Wenn man da eintaucht, ist man auch sofort wieder in der Geschichte drin. Also das ist jetzt nicht so, dass man, sie zieht einen auch mit ihren Worten sofort wieder in den Bann. Aber so den genauen Verlauf der Geschichte und wie jetzt die Begebenheiten waren, da muss ich mich schon immer mal so ein bisschen dran erinnern und habe da dann auch mal Fragen und so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich nicht so zu dem Buch gezogen. Wie viel habe ich denn hier? Auf welcher Seite bin ich denn hier? Ach, doch schon auf Seite 150 von 800. Ja, genau. Würde ich auf jeden Fall auch gerne mal beendet haben. Mal gucken, ob ich es denn jetzt auch zeitnah schaffe. Ihr werdet es irgendwann in irgendeinem Lesemonat sehen. Ich werde es nicht abbrechen, aber ja.
Dann bin ich ja am Ausmisten. Und ich habe da so einen Stapel, der nennt sich der Vielleicht-Stapel. Das ist so der Stapel, von dem ich mich noch nicht so richtig trennen kann. Vielleicht hätte ich mich auch einfach von ihm trennen sollen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall lese ich da, versuche ich da immer mal ein Buch anzulesen. Und da ist auch Dark Bound von Michael Brent Collins dahin gewandert. Bestrafte Seelen. Am Ende des Tunnels wartet kein Licht. Und hier geht es um, eigentlich liest sich es auch direkt spannend, deswegen will ich es auch nicht abbrechen, weil es geht um einen U-Bahn-Tunnel und da steigen halt diverse Personen ein und man erfährt auch etwas über diverse Personen. Das dient wahrscheinlich dazu, dass man mit der Geschichte dann noch ein bisschen mitleidet ja, und mitfiebern kann. Und dann passiert irgendwas und ich glaube, die kommen dann aus der U-Bahn halt nicht mehr raus oder aus diesem Tunnel. Was weiß ich. Finde ich eigentlich ziemlich gruselig. Aber ich glaube, dass das in die mystische Richtung geht und das ist so ein bisschen mein Problem. Wie ich schon in anderen Videos auch immer wieder erwähnt habe, ist, ich lese nicht so gern Geistergeschichten und mystische Geschichten. Und mir wäre es irgendwie lieber gewesen, wenn es so ein Action-Thriller gewesen wäre, dass da vielleicht irgendeine, weiß ich nicht, eine Bombe platziert hat oder Geiseln nimmt oder. Dass die Sache mit diesen Geistern und dieser Zug kehrt nie zurück, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe es aber angelesen und es liest sich bis jetzt echt gut. Mal schauen, ob ich das jetzt bald mal lese. Oh Mann, so viel zum Thema Plan. So, und dann habe ich im April ein Buch angefangen, das war auch auf der April-Leseliste, von einer Autorin, die ich eigentlich sehr, sehr liebe, und zwar Adriana Popescos Versehentlich verliebt. Und hier geht es um Pippa. Und ja, Pippa ist eigentlich ein ganz niedlicher Charakter und sie ist eigentlich eine erwachsene Frau auch natürlich und hat so ihre Probleme mit Männern. Und es ist Weihnachten und sie ist auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin und sie will da fliegen. Und am Flughafen sind aber alle Flüge gecancelt oder ihr Flug eben gecancelt, weil das Wetter halt so schlecht ist und sie kommt nicht nach Hause. Und jetzt hat sie da so an diesem Flughafen so einige Probleme und dann lernt sie eben einen Mann kennen. So, und bei diesem Kennenlernen bin ich auch gerade. Ja, ich habe natürlich erst gedacht, das ist so eine Urlaubslektüre. Es ist dann schon eher so ein Weihnachtsbuch, muss man sagen. Kann man aber ja trotzdem lesen, es macht ja nichts. Was mich stört, ist der Humor. Ich habe momentan echt ein Problem mit lustigen Büchern. Das ist halt schon sehr lustig geschrieben und sehr amüsant und ich kann dann immer nicht so drüber lachen und ich weiß auch nicht. Ich bin, glaube ich, momentan ein sehr humorloser Mensch. Es ist einfach so, ich lese es auf jeden Fall, es liest sich ja auch relativ schnell, aber ich lese dann halt immer mal so zwei Kapitel und dann reicht es mir dann schon wieder mit dem Humor und dann lege ich es erstmal weg. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich denke, oh, das muss ich jetzt unbedingt lesen. Aber ich liebe Adriana Popescu sehr, ich liebe ihre Bücher sehr und ich habe noch zwei Jugendbücher von ihr auf dem Sub. Ich werde das auf jeden Fall auch beenden. So. Das waren jetzt meine 8 Bücher, die ich gerade irgendwie gleichzeitig in der Mache habe. Und ich finde, das ist gerade echt so ein kleines Problem für mich. Ich höre ja auch noch ein Hörbuch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber Hörbücher, die gehen halt eh immer, weil da höre ich wirklich nur eins. Oder ich höre Podcast. Genau, also das ist gar kein Problem. Ja, verratet mir aber gerne und unbedingt mal, was ihr momentan so lest und ob ihr auch so der Gleichzeitig-Leser seid. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch viele gute Bücher. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Das Abo bitte nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!